Zwei. Eins. Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist mal wieder Zeit für eine Runde Squad Builder Battle. Heute der Spieler, Leute, ihr kennt ihn, ich glaube, der ist auf meinem Kanal, ja, der ist schon Stammgast. Team of the Group Stage, Haaland, geiler Typ, Erstbesitzer. Ich bin immer noch stolz, dass ich den gezogen habe in einen Chatpack. Geiler Typ auf jeden Fall. Ich habe nur gesehen, Leute, der kostet, glaube ich, 12k. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, trotz allem, für seinen niedrigen Preis, geile Karte. Und das erste Mal heute auf meinem Kanal als Gast der gute Max Malle. Grüß dich. Moin, moin, was geht? Und ich bin mal extrem gespannt auf den guten Haaland, wie man ihn ausspricht. Also die Werte, also für den Preis, ganz ehrlich, mega geile Karte meiner Meinung nach. Mal Ja, gucken, wie er sich spielen lässt. ist echt so. Und ich merke jetzt schon, dass du ein sehr, sehr guter Freund von Julius bist, weil du hast schon, du hast fast die ähnliche Aussprache. Moin, moin, Max ist hier. Auf jeden Fall, Leute, schaut unbedingt bei Max vorbei. Geiler Typ, richtig korrekt. Link ist natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Dort gelangt ihr auch zum Rückspiel, wenn man das so sagen kann. Und dort haben wir auch eine sehr, sehr geile Karte. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es auch bei ihm sein wird. Und es würde mich auch sehr, sehr freuen. Max, wie viele Däumchen nach oben? Wie viel hattest du denn beim letzten SBB? Ich glaube, ja, 500 dürften das gewesen sein. Ja, komm, knack mal nochmal. Ja, Die Leute, 500. würde mich freuen. Abfahrt, 500, Jungs, jetzt. genau. Like, 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 like. Abfahrt. Und ich würde mal meinen, du als Gast, möchtest du gleich reinhalten? Ich halte rein, ich nehme den Block. Er ist drin. Perfekt. Ich habe mir das wirklich zu Herzen genommen. Da gab es einen Kommentar, dass man nicht mehr ZM und RM suchen sollte, wenn man die 442 nimmt. Deswegen habe ich das heute so gesagt, dass wir bei mir den Stürmer suchen und den RM. Der Stürmer werden Red in Form Ben Yedder wegen dem 5-Star-Weakfoot, weil Haaland hat leider nur 3 Sterne. Und jetzt bin ich gespannt, ob du den genommen hast. Ist einer von Red Bull Salzburg, Silberspieler Chapana Okugawa. Okay, ich bin ehrlich, den wollte ich aufschreiben. Habe mich für Ødegaard entschieden. Vorne, also Ben Yedder, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr. Denn ich hatte den guten King aufgeschrieben. Wow, okay, sehr, sehr stark. Also Ja. bis auf Nation gegangen. Okay, mein Lieber, ich halte rein. Wen habe ich denn da? Linken ZOM. Habe ich einen MS. Und zwar, er ist Norweger, der gute King. Oha. Und ja, es hat sich nicht so gut angehört. Und jetzt als ZOM, ich habe so Angst, weil ich habe mir einfach mal den guten 88er Rui Costa rausgelassen. Stark. Oh Gott, ich dachte, du sicherst mit Red Bull Salzburg ab. Minamino und Szoboszlai habe ich Sehr genommen. gut, sehr stark, sehr Oha, stark. ganz stark. Also, es ist ein Icon auf dem Spiel. Na, das Ja, gefällt mir. denn schon, denn schon. Ja, ist echt so. Gut, dann machen wir das Mittelfeld fertig, ne? Okay, Leute, das Mittelfeld. Ich, ja, war ein bisschen überfragt. Du kannst schon. Ich stelle rein. Ich fange links an. Es wird jemand aus der Premier League, wer hätte es gedacht. Und zwar der gute Leroy Sané. Im ZM gehe ich mit einer Special Card vom guten Ilkay Gündogan. Okay. Rechts habe ich auch einen Inform, und zwar den Nani. Nein! Sané und Nani waren für mich ganz weit oben. Aber die Icon hat mich ein bisschen. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, du kannst trotzdem alles. Ja, Nation. Ja, habe mich trotzdem für Sterling entschieden. ZM habe ich mich für Kanté entschieden. Und ja, ich dachte mir, du willst King ein bisschen grünen Link geben. Hab Fraser genommen, weil gute Ja. Pace. Ja, gut. Haltest du schon ran? Ich halte rein. Ich halte rein. LM. Na, da bin ich jetzt richtig gespannt, weil der ist erst rausgekommen. Jetzt um 19 Uhr. Du hohle Birne! Das ist Simon oder Simon, die Footmess-Karte. Moses Ich Simon. wollte auch noch. Ja, da brauche ich halt einen Franzosen-Link und habe mich für den Inform Sanson entschieden. Und einen Bruder, den ich schon des Öfteren gespielt habe, ist ein Silberspieler für Haaland und Okugawa. Mwepu, der kleine Bruder von Kanté. Kannst alle drei behalten. Wen hast du Gut, genommen? ich.
ZM, rechten ZM bin ich mit dem Minamino gegangen von RB, genau. Dann Payet als ZM und links habe ich mir mal gedacht, bist mal ganz dreist, lässt dir mal einen Mbappé in Form aus. Ich wollte unbedingt diese Karte probieren. Ich habe ihn extra nur für den SBB gemacht. Ja. Die mache ich auf jeden Fall auch. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil es ein richtig geiler Super Sub, auch für die Weekend League und so weiter. Wow, genau. Sieht sehr, sehr geil aus. Ja gut, immer noch beide mit Full Team. Schauen wir mal, ob sich das Ganze ändert in der nächsten Runde bei den Außenverteidigern. So, kommen wir nun zu den Außenverteidigern. Ich halte dann mal rein, Pato, du darfst lieben gerne reinstellen. Okay, rechter Verteidiger. Ja, wenn du auch eine Icon genommen hast, nehme ich auch eine. Das ist die Prime Moments von Zanetti. Ist das eine Moments-Karte? Sagen wir einfach mal Zanetti, Icon Zanetti. Und der Linksverteidiger, du meintest, gefährlich. Das sind 2 Silberspieler. Nein, mein Lieber, es werden 3 Silberspieler. Alt. Und das ist die Lane. Von denen gibt es zwar sogar diese Ligen-SBC, aber ich hatte leider keine Zeit, die bis dahin abzuschließen. Ne? Ja, das dauert, ja. Ja, und das ist halt ja quasi mein dritter Spieler. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Achso, ich hatte Semedo und Kurzawa. Oh, das war ein bisschen random. Also du hattest ja eigentlich relativ viel Auswahl. Stimmt. Gut, ich halte rein. Passiert. Bin gespannt. Ich fange mal dann links an. Gut, so viel Informs hatte ich ja noch nicht. Würde ich sagen, mach mal weiter mit dem guten Max Inform. Und rechts habe ich einen Untrade bei mir im Verein, glaube ich, dürfte es gewesen sein. Da unten war er schon, der gute Trent Alexander Arnold. Oh no, ich habe Angelino, diese SBC-Karte, glaube ich, war das. Oh ja, interessant, ja. Die sieht mega geil aus, der Upgrade sehe ich gerade. Und Pereira. Auch Premier League, Leicester City, Stark. Aber der war es nicht. Sehr in der Verteidigung nice. Habe ich jetzt bei dir eine große Chance. Da bin ich gespannt. Ja, mal gucken. Ja, let's go. Ich habe sogar extra die Nice-Lampe auf rot gemacht wegen RB. sieht man die Lampe im Hintergrund? Natürlich. Geil. Also Thiel, ich mache sogar Werbung für dich. Grüße mich. Oder Max macht Werbung, sagen wir so. Ja, Leute, ich dachte echt, dass es ein bisschen einfacher wird. Ich dachte, jetzt habe ich den Key, aber leider doch nicht. Ich halte rein und bin gespannt. Ja, und ich stelle dann mal rein. Ich fange mit dem rechten Innenverteidiger an. Ich muss ja irgendwie den guten Alexander Arnold auf Fullcam kriegen. Und dazu habe ich mich einfach mal entschlossen, den Gomez zu nehmen. Oh. Gut, dann linker Innenverteidiger. Wir haben noch nicht genug Informs in der Mannschaft, deswegen habe ich mir mal gedacht, ja komm, nehmen wir mal den Hummels Inform. 88er Inform sieht nicht so schlecht aus, glaube ich. Und im Tor ein Spieler, der in der Champions League überragend gehalten hat, der Roman Bürki. Oh, stark. Ich habe mich entschieden für Rüdiger. Oh, wusste ich, dass du ihn nimmst. Bernd Leno. Und wusstest du auch, dass ich Gomez nehmen werde? Und eine Bronze Torwart in die Innenverteidigung. Nein. Ben Yedder gefällt das. Oh nein. Aber gut, ich lach lieber noch nicht, weil meine 3. Oh Jungs, das könnte teuer werden. Ich halte rein. Okay, gut. Den habe ich genommen. Ja, passt. Hab's jetzt wieder. So, der linke Innenverteidiger wird werden Diallo. Der rechte Innenverteidiger, den möchte ich unbedingt spielen. Das ist quasi seine Feuerteufel. Vielleicht Feuerteufel, genau. Vielleicht hole ich den in mein Main-Team. Otamendi. Und als Torhüter, der ist ja eigentlich, ja, mit einem Bronzespieler fast gleichzustellen. Caballero, 75er. Nicht schlecht, muss ich sagen, nicht schlecht. Aber das war halt eigentlich ein Schuss ins Blinde bei mir. Ich habe Varane aufgeschrieben, Lenglet und Ter Stegen. Boah, meine du mit Full Squad, ich mit Torhüter in der Innenverteidigung. Ja. Ich meine, so von der Optik her denkt man sich, wow, was für ein Billo-Team. Aber wenn du jemanden triffst, du hast schon gute Chancen. Zanetti, Otamendi, Ben Yedder, Simon. Ja, ja. Und bei dir gibt's auch einiges an Material. Oh ja, kann man so sagen. Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, ich würde mal meinen, ja, ich lade dich gleich ein und genau. Gut Kick würde ich mal meinen, ne? Ist der groß. Ja, gell? Richtiges Monster. Oh, Jungs, das sehr stark. Oh, er geht dem Ball einfach nicht entgegen. Okay. Ja, nee, da ist er, dein Freund, Ben Yedder.
Yes! Ich hab heute noch verschoben. Ja, bisschen hab ich gesehen. Falsche. Gott sei Dank. Oh Jungs, das sieht gar nicht gut aus. Mein Torhüter kann das Tempo absolut nicht mitgehen, hast du gesehen? Ja, richtig das geil. Ist also aus meiner Sicht richtig geil. Ja, richtig geil. Vorlage. Boah, was der für einen Körper hat. Uff. Oh mein Gott, oh mein Gott! Nein! Oh nein. Mein Gott! Nein! Oh, zu schön gemacht. Oh nein. Ich sehe es jetzt schon wieder kommen. Knall! Rote oh Karte, Gott. Warum? Bestes Tackling, bester Torhüter. Wirklich. Boah, das ist echt krank. Huch. Nein, nicht gegen mich. Upset. Da ist er. Shit. Danke dafür. Der Hand, wie riesig ist der Typ? Alter, oh mein Gott. Hätte ich niemals gedacht, vorhin in-game, das ist so ein Biest. Ja, Alter, eiskalt. Guter Abschluss, lange Ecke. Mhm. Also der gefällt mir. Der gefällt ist mir. Echt eine geile Karte. Warum muss er aber gegen mich treffen? Erling, was machst du gegen mich? Nein! Kommt oh, Elfmeter! Nein, no, dieses Tackling von ihm! Rot! Dieses Tackling von ihm! Rot! Dieses Tackling von ihm! Rot! Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Nein, er kriegt keine Karte! Ey, das wäre ein garantierter Discard gewesen! Bitter! Mhm. Bitter, bitter! Nein! Rechts geguckt! Oh nein! Komm, 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 komm! Doch! Nein! Ja! Schöner Pass von einem Silberspieler! Also meine Abwehr ist einfach hinten. Die ist so offen. Ja, Ben, ja, da wieder dein bester Freund. Hast wieder verschoben, ne? Sag mal, habe ich Simon? Doch, ich habe ja Simon in der. Von der habe ich noch gar nichts gesehen. Nee, den habe ich auch noch nicht gesehen. Hat der überhaupt schon sein? Was? Ich weiß so, wie viel Pasty Stars? Oh oh. Oh oh. Nein! Musste ich rüberlegen. Mann, Haaland schon wieder! Gündogan. Also der hat auch gut mit dem Körper sich vorher durchgesetzt. Ja, hat. Zu also wirklich. Hey, 2-2. Jetzt aber. Torhüter hat ihn. Ups. Oh mein Gott. Ja, Erling! Mit rechts. Mit rechts. Ja, ist doch ein Klacks für Erling. Der hat richtig. Ey, das ist so ein guter Stürmer. Schon, ne? Für den Preis absolut krass. Empfehlenswert. Absolut. 10k oder wie viel der kostet. Sowas, ja. Richtig geil. Wow, aber. Das ist Kaufempfehlung, ehrlich. Ja, schon, ne? Geil. Geil, geil, geil. Zanetti, der kann keinen Meter. Nein. Oh, Elfmeter. Schon wieder Erling. Jetzt holt er den Elfer sogar raus. Oh Gott, was ist das für ein spannendes Spiel? Jo! Nein! Ich hab mich zu früh gefreut. Puff. Alles gut, ich habe fast in der Mitte gezielt, aber hey. Oh, du warst dran. Ja. Mann. Oh, war der knapp. Der war extrem knapp. Gut, 3-3. Bisher nur 2 Tore, eine Vorlage. Ja, extrem krank. Gut. Okay. Oh mein Gott, Elfmeter wieder der Torhüter. Es muss aber schon langsam rot kriegen, schon der zweite Elfmeter. Und den werde ich wahrscheinlich wieder verschießen. Was ist das für ein Spiel? Also mal ohne Scheiß. Ja. Nein, ja! Gott sei Dank! Da geht's wirklich hin und her, ne? Alter, ich war da. Oh, nein, nein! Schauen wir mal. Oh, bitter für dich. Er fällt wie eine Bahnschranke, ehrlich. Aber Haaland, krank, wie viele Tore der da macht. Ich hab so Angst. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weg. Weg. Na. Oh. Was? Was? Ich hab R1 und Kreis gedrückt. Oh, ich hab wirklich R1 und Kreis gedrückt. Was ist das für ein Spiel? Gut, gut, gut. Einer bitte noch. Nicht, bitte einer nicht. Noch. Boah. Ich muss sagen, war das ein Spiel? Ich bin froh, dass das Spiel zu Ende ist. Das war echt ein Schwitzerspiel, oh. Alter. War das ein Spiel? Boah, trotzdem GG an der Stelle. Krass. Mega ja, GG, stark. Ja, GG. Ich guck mal, Haaland, bei mir 2 Tore, eine Torvorlage. Bei mir auch. Also, Jungs, sind für 10k. Wirklich, bei mir auch 2 Tore, ebenfalls eine Torvorlage. Leider ein Elfmeter verschossener. GG nochmal, Leute. Drückt den Daumen nach oben. War echt ein knappes Spiel. Das hätte, ja, das hätte auch auf ein Torunterschied für dich ausgehen können. Also ja. Es war so knapp und so einen geilen Vereinsnamen hast du, sehe ich gerade. FC Sevilla. FC Sevilla. Kennt's. So geil. Okay, einer zum Discarden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Max stellt noch das Team um. Ich stelle gerade um. Huh. 4 Aufgaben bestanden. Ja, geil. So.
Geht schon? Ich wäre ready. Okay, also Leute, wie gesagt, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn euch unser erster SBB zusammen gefallen hat. Und ja, ich werde mich entscheiden. Ich nehme den linken Innenverteidiger. Okay, linken Innenverteidiger. Linker ZOM wäre, also linker Innenverteidiger, Trent Alexander-Arnold. Ah, das ist okay. Ist der normale gewesen, ne? Ich hab den noch mit Hummels, genau, ich hab den, den hatte ich untrade im Verein mal gezogen. Ich stoß ihm ab, ist an sich eigentlich eine gute Karte, aber gut, ist mir immer noch lieber als so ein Sané, wäre noch linkes ZOM, Gündogan noch, wo, als linkes Mittelfeld im Tor. Ja, im Tor. Rui Costa, 88er. Hättest du den discarded, ich hätte Verein löschen können, ich hätte... Wo ist Haaland, hast du ihn lassen? Linksverteidiger. Linksverteidiger. Also eigentlich stand alles gute links. Oh Gott. Ja, egal. Schade. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Ja, dann würde ich mal meinen. Erstens, hat Spaß gemacht, mein Lieber. Dankeschön, dass du da warst. Ja. Und, sehr, sehr gerne. Danke für die Aufnahme. Ja, dankeschön. Und Leute, wenn ihr wirklich das feiert mit Max und mir, schreibt gerne Feedback in die Kommentare. Erster Link in der Videobeschreibung, da geht es zum Rückspiel. Das letzte Wort hat Max. Ich sag schon mal ciao. Wie gesagt, das Spiel, Leute, geisteskrank, gebt dafür auf jeden Fall einen Like, guckt das Rückspiel an. Ich würde sagen, sind wir raus. Bis zum nächsten Mal rein und ciao. Ciao.